Gründung oder Leitung eines Unternehmens kann eine einsame Angelegenheit sein. Zum Glück gibt es eine Möglichkeit, Hilfe und Unterstützung von etablierten Unternehmern zu bekommen. Hallo und willkommen zum Programm. Diese Woche kommt Business Planet aus Apulien in Süditalien. Dort sehen wir uns an, wie angehende und erfahrene Unternehmer grenzüberschreitend zusammenkommen, um ihre Fähigkeiten und Ideen zur Erschließung neuer Märkte zu teilen. Eine umweltfreundliche Möglichkeit, die Südostküste Italiens zu erkunden, bietet Sacelio. Das Unternehmen wurde Ende 2017 gegründet. Es vermietet Elektroautos und hat ein Netz von Aufladestationen in Apulien aufgebaut. Mitbegründer Giancarlo Ostuni verfeinerte seinen Businessplan, nachdem er 2 Monate bei einer niederländischen Firma hospitiert hatte, die Ladestationen für Elektrofahrzeuge baut. Der Austausch erfolgte im Rahmen des EU-Programms Erasmus für Jungunternehmer. Was hat Ihnen das Austauschprogramm gebracht? Dank des Programms konnte ich einen Blick in die Zukunft werfen, denn die niederländische Elektroautoindustrie ist der italienischen um rund 10 Jahre voraus. Außerdem lebte ich in einer anderen europäischen Hauptstadt und bekam hautnah mit, wie es ist, in einem etablierten Unternehmen zu arbeiten. Das europäische Austauschprogramm gab dem Italiener Hilfestellung bei der Gründung seines eigenen Unternehmens. Aber der Austausch half auch der Firma in den Niederlanden, die mit dem Partner vor Ort den italienischen Markt erschloss. Wie hat das Unternehmen in den Niederlanden von dem Austausch profitiert? Zuerst einmal hatten sie mit mir jemanden, der Marktforschung in Süditalien betreiben konnte. Und jetzt, da wir ein etabliertes Unternehmen sind, gehören alle unsere Ladestationen Ihnen. Wir sind ein neuer Kunde von Ihnen, eine Win-Win-Situation. Im Rahmen des EU-Programms können angehende Unternehmer Mittel für Reisen und die Zusammenarbeit mit den Partnern in der EU und mehreren anderen europäischen Ländern erhalten. Bislang wurden 6.000 Geschäftsbeziehungen aufgebaut. Sie koordinieren das Erasmus-Programm für Jungunternehmer hier in Apulien. Gab es wirtschaftliche Auswirkungen? Es gab sehr positive und konkrete Auswirkungen. Wir haben 68 Beziehungen zwischen angehenden und etablierten Unternehmern betreut. Fast alle von den jungen Unternehmern gründen oder entwickeln ihre eigene Firma und schaffen Arbeitsplätze. Wer kann an dem Programm teilnehmen? Das Programm konzentriert sich darauf, KMU zu unterstützen. Es gibt keine Alters- und keine Branchengrenzen. Das war's für heute von Business Planet. Weitere Informationen über das Erasmus-Programm für Jungunternehmer sowie ein Interview mit einem Experten finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuschauen.